So, dann wünsche ich euch schon mal einen wunderschönen guten Tag. Wir spielen heute wieder ein bisschen Pokémon. Und ich muss kurz noch was herholen, damit ich auch das Spiel größer habe. Ich hoffe, es passt alles von Sound und so. Ich habe eigentlich nichts geändert, aber ich hoffe, es hat sich von selbst nicht irgendwie verändert. Dieser Feuersteller kann dazu benutzt werden, um das Zimmer warm zu halten. Aha, okay. Und ja, ich weiß gar nicht, was wir das letzte Mal alles gemacht haben. Ja, mein Gedächtnis ist nicht das Beste. Und ich möchte aber unbedingt was nachgucken. Wir haben ja auf jeden Fall ein neues Gebiet freigeschalten und so. Dafür möchte ich erstmal kurz auf der Karte gucken. Haben wir irgendwas hier? Nein. Okay, wir haben hier nichts. Was haben wir denn alles noch für Missionen? Ups. Das würde ich gerne wissen. Genau, das ist die Hauptmission. Hinazu in der Zwickmühle. Das Reit-Pokémon Ursaluna, um das sich Yugao kümmert, wütet schrecklich umher. Genau, das müssen wir beruhigen. Und hier haben wir noch einige Nebenmissionen. Dann können wir auch dann so die. Das habe ich halt ganze Zeit versucht, letzten Stream zu machen. Das weiß ich auf jeden Fall. Und es war gar nicht so einfach, weil ich die irgendwie nicht gefunden habe. Aber vielleicht finden wir die heute ja noch. Ups, das wollte ich nicht. Ich tue mal die Hauptmission so. Und ich möchte noch was gucken im ersten Gebiet. Und zwar möchte ich wissen, ob es da Ponitas gibt, weil ich habe bei jemandem gesehen, der da, glaube ich, irgendwo Ponytes gefunden hat. Und deswegen würde ich da gerne mal kurz gucken. Vielleicht war sie da woanders. Oh, das ist ein Elite-Pidgeot. Okay. Tatsächlich gegen den Elite möchte ich jetzt nicht kämpfen. Keine Ahnung, wo hier Ponitas sein sollen, aber ich glaube, die ist irgendwie ein bisschen rumgegangen. Vielleicht auch andere Richtung. Warum holen wir eigentlich nicht unser Reittier? Können wir schnell ein bisschen hier abklappern. Ah ja, tatsächlich, hier sind tatsächlich Ponitas. Die scheinen jetzt nicht so aggressiv zu sein. Oh. Nein, es sind Ponite gefangen. Ich habe echt gar nicht gewusst, dass es hier Ponites gibt. Oh, der ist gedespawnt. Ich glaube, das sind nur tagsüber. Kann das sein? Weil ich. Nee, da ist noch ein Ponita, okay. Hallöchen, ihr beiden, Yugi und Sven. Ich bin ganze Zeit an den Ponitos vorbeigegangen, deswegen versuche ich jetzt ein paar zu fangen, weil Ponitos sind schon coole Pokémons. Hat es uns gesehen? Nee. Würde es gerne von der Seite. Ah. Okay, ich glaube, es lässt sich nicht von hinten fangen. Bleibt es drin? Ja. Gut. Ein Ponita möchte ich noch haben. Dann haben wir drei Stück. Ich sehe gerade keines. Kraft er den Baum an? Er ist zu weit weg. Okay. So. Das ist nah genug dran. Das ist ein Driftlon, das möchte ich nicht. Ein Wampel brauche ich auch nicht. Reiten wir mal. Ah, ich glaube, die Ponitas sind schon weg. Wahrscheinlich sind sie echt nur tagsüber da.
Wo ich habe alle schon verscheucht. Alle anderen. Ah, egal, zwei Ponitos haben wir. Das ist cool. Dann können wir ja ins nächste Gebiet zurückgehen. Dafür muss ich, glaube ich, zurück ins Dorf. Ach so. Erstmal muss ich hier die Leute loswerden, also die Pokémon. Ah, da ist jetzt noch eins. Ich renne einfach zurück ins Dorf. Ist schneller. Ja, zurück. Das Game ist bis jetzt eigentlich ganz cool. Die Grafik könnte natürlich besser sein, aber sonst macht es eigentlich recht viel Spaß. Ich glaube, ich werde das sogar auf 100% spielen. Im Stream vielleicht eher nicht, weil da werde ich wahrscheinlich eher nur die die Hauptmissionen spielen und ein bisschen Nebenquests. Aber alle Pokémons fangen werde ich, glaube ich, im Stream jetzt nicht, weil das, glaube ich, dann nicht so interessant ist. Ich möchte zurück ins Dorf. Also sonst eigentlich sehr cool. Ich würde aber ein bisschen warten, bis es in Angebot ist, weil 60 Euro ist halt schon viel, deswegen ja. Wie wäre es mit einem Erinnerungsfoto? Wollt ihr nicht eigentlich auch ein Ponita? War das nicht so? In Fotogalerie kannst du dich mit einem Pokémon ablichten. Achso, nee, das ist der Fotograf. Ah, ich will dir jetzt eigentlich kein Foto machen. Ah, okay, gut. Ich dachte, hier wollte irgendjemand ein Ponita oder so. Was machst du hier? Es ist wichtig, regelmäßig nach seinem Pokémon zu sehen. Ja, das mache ich. Okay, gut. Nichts Besonderes. Welche Pokémon haben wir dabei? Wir haben Kleinstein, Roselia. Den haben wir auch. Ich weiß gar nicht, ob sie eine Weiterentwicklung hat. Ich glaube schon. Bin gerade komplett brainless. Aber ich glaube, wir tauschen sie gegen einen Ponita aus. Denn ich möchte einen Galoppa haben. Warum haben wir nur einen Ponita? Wir haben noch zwei gefangen. Jetzt bin ich komplett confused. Hier ist ein Ponita. Wo ist denn das andere Ponita? Ist das irgendwo anders? Ah, da ist das andere Ponita. Okay. Ich möchte das da haben, weil es ein Level höher ist. So. Und dann gehen wir zurück hierhin. Denn da ist unser nächstes Ziel. Und vielleicht finden wir die Hippos für die Nebenquest. Wir brauchen ja ein männliches und ein weibliches Hippo. Dann kriegen wir neue Kleidung. Was cool ist. Die Nebulas lasse ich mal in Ruhe. Gegen den kämpfe ich, weil der immer hier in dem Weg steht. Ja, Glut sollte reichen. Mache ich mit Kraft. So, easy peasy. Lemon squeezy. Oh. Hat sogar gar nicht gereicht. Lol. Dann muss ich nächstes Mal Flammenrad einsetzen. Ah, der Ruckzuckheb erledigt das auch. So. Wo lang da hinten? Sie ist so schlecht durch den ganzen Regen. Ups, das wollte ich aufsammeln. Das kann man immer gebrauchen. Das Erz möchte ich auch haben. Und das erst recht, weil das leuchtet. Oh,
Da möchte ich schnell vorbeireiten. Und da hinten ist unser nächstes Ziel. Da leuchtet auch was. Achso. Ah, da ist ein Hippo. Sind die aggressiv? Kann ich die fangen? Oh, okay, das sind, glaube ich, aggressive Pokémon. Ich glaube, doch, das ist eh das Richtige. War mir nicht sicher, ob sie die Weiterentwicklung oder die Erstentwicklung haben will. Ich glaube, das ist das Richtige. Aber ruckzuck und darum sollte ich es fangen können. Brauchen wir nur noch ein weibliches und dann hätten wir die Nebenquest und dann können wir neue Kleider bekommen. Oh oh, da ist eine Elite. Und ein Georock. Oder Geowatz? Georock. Autsch, das hat uns erwischt. Aua. Wo ist das Pokémon, was uns angreift überhaupt? Das ist ein weibliches. Ich weiß nicht, ob das zweite Pokémon auch schon ein weibliches war oder ein männliches. Deswegen fangen wir das nochmal. Und dann hätten wir unsere Aufgabe. Dann machen wir ruckzuckipp mit Kraft. Okay, ist jetzt nicht noch ein Angriff an, dann können wir es fangen. So. Okay, es bleibt drin. Perfekt. Dann haben wir unsere Nebenquest erledigt und jetzt können wir weiter zur Hauptquest gehen. Das ist hier. Oh, da ist sogar noch einer mit einer Nebenquest. Die können wir mal kurz annehmen. Noah. Ah, Noham. Sei gegrüßt, bist du nicht das Mädchen vom Forschungstrupp, das den König des Waldes besänftigt hat? Würdest du uns bei der Errichtung der Ödnisbasis zur Hand gehen? Ja, klar. Ikutaro, ein Lehrling vom Bautrupp, sucht derzeit Unterstützung von Leuten, die es sich zutrauen. Achso, das war's, die es sich zutrauen. Okay, gut. Wo ist das? Irgendwo da hinten hatte ich. Glaube ich gezeigt. Ah, ich glaube. Er ist das. Ja, Ikutaro. Warte, bleib besser da, wo du bist. Schau dir das an. Sie haben einfach so den Boden besetzt, auf dem ich das Lager errichten wollte. Ein Skunkapu allein ist ja schon schlimm genug, aber gleich mehrere auf einmal. Ich bräuchte Hilfe von jemandem, der sich gut mit Kämpfen auskennt. Ich kenne mich gut aus. Ich jag sie davon. Na dann, viel Erfolg beim Battlefield-Spielen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir Battlefield 4 hole, weil das neue Battlefield 2042 ist ja nicht so geil. Zumindest höre ich von vielen, dass das nicht so geil ist. Deswegen überlege ich mir, weil ich habe ja jetzt Xbox Game Pass und da ist ja auch, glaube ich, Battlefield kostenlos dabei. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und dass du viele gute Runden hast. Ja, das höre ich von vielen, dass das eine Katastrophe ist. Okay, unser Pokémon wird tot sein, leider. Aber wir haben ja noch genug.
könnte mir vorstellen, dass er sogar extrem strong gegen die ist. Aber gegen 3 ist schon mies. Aber wir haben ja ein paar Belebers und so. Ich weiß gar nicht, auf wen er sich jetzt... Nee, ich will auf den, genau, auf den, der mit weniger Leben. Gut, der ist mal tot. Sind nur noch 2. Tackle, macht nicht viel Schaden. Giftwolke. EA hat das so unfertig rausgebracht. Ja, das ist echt blöd, sowas. Okay, Sichlor, Bojalin. Nehmen wir mal Sichlor. Ich glaube, wir müssen gleich einen Beleber einsetzen. Wir haben viel zu wenige starke Pokémon. Wobei Sichlor macht auch Damage. Ich liebe das Pokémon. Aha. Aeroas, let's go. Ist nur noch ein Pokémon da. Wenn er den Angriff überlebt, heile ich ihn, glaube ich. Ah, okay, er überlebt. Das ist nur vergiftet. Dann heile ich ihn mal kurz. Ein Supertrank. Sollte reichen. Oh, Gift macht schon viel Damage. So, mit Kraft könnte er sogar tot sein. Ah, knapp. Gut, dann einfach mal ruckzuckip. Erledigt. Ja, Ponyta ist Level 13 und Kleinstein 16, nice. Du bist ja wirklich stark und auch deine Pokémon sind so mutig. Du hast beim Kampf gegen die Skunkapu nicht einmal die Nase gerümpft. Ich bin sprachlos. Dank dir kann ich jetzt das Lager errichten. Bitte warte einen Augenblick. Ja, machen wir. Puh, na, was sagst du? Hier kann man sich doch wohlfühlen, oder? Die Skunkapu haben glücklicherweise ihren Gestank mitgenommen. Also kannst du dieses geruchsneutrale Basislager jederzeit nutzen. Dankeschön. Genau deswegen habe ich das schnell gemacht, damit wir hier ein Basislager haben. Können wir auch unsere Pokémons jetzt heilen? Mit der Ödland-Basis steht nun unser zweites Basislager hier im Roten Sumpfland. Vielleicht kommen die Skunkapu auch früher oder später zum Spielen vorbei. Oder um Ärger zu machen, wer weiß. Und hier können wir dann uns ausruhen und die Pokémons regenerieren lassen. Und dann gehen wir wieder zurück und beruhigen mal das Pokémon. Aber vorher will ich den Erz hier einsammeln, so. Kampfstein und Eisenbrocken, nice. Da bist du ja, Jenny. Ursaluna mag zwar aufgebracht sein, doch sein Instinkt als Reit-Pokémon ist immer noch aktiv. Wenn ich eine Melodie auf meiner Elysienflöte spiele, zeigt es sich sofort. Oh, da hinten funkelt was, sehe ich gerade. Das darf ich nicht vergessen. Oh. Das ist Ursaluna. Nun zeig Ursaluna, wie stark du bist. Aber denk daran, dass Ursaluna ein sehr wichtiges Pokémon für den Pearl Clan ist.
Es ist dir nicht gestattet, es zu fangen. Ah, schade. Das hätte ich versucht. Okay, gut, dann müssen wir es töten, aber nicht fangen. Alles klar. Ich frage mich, kann man es trotzdem fangen oder wird es andauernd ausbrechen? Das ist meine Frage gerade. So, es brennt schon mal, das ist gut. Man macht sogar viel Damage. Der Branddamage macht fast genauso viel Damage wie hier das Flammenrad selbst. Ich setze nochmal Flammenrad mit Kraft an. Weil wir sind im nächsten Angriff wahrscheinlich eh tot. Genau. Und es brennt noch. Schade, es ist nur. Es ist. Der Brand ist jetzt weggegangen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass unser Feuer-Pokémon tot war oder nicht. Aber. Oh, ich weiß nicht, was das X bedeutet. Heißt das, dass es nicht sehr stark ist? Dann setze ich, glaube ich, Biss an. Ich weiß leider nicht, was Ursuluna für ein Typ ist. Oh, hätte ich gewusst, dass mich das One-Hittet, hätte ich Biss mit Stärke eingesetzt. Und setze ich Aero Ass mit Stärke ein. Und nochmal. Und das ist erledigt. Ah, ich würde so gerne fangen, aber wir dürfen es nicht fangen. Du hast Ursaluna besiegt. Ponita hat eine neue Attacke gemeistert. Nice. Mein Liebling Ursaluna, du musst von dem ganzen Herumtoben richtig erschöpft sein. Gleich geht es dir wieder besser. Versprochen. Dies ist eine geheime Medizin des Pearl-Clans. Unser Wundermittel, das den ganzen Körper von Toxinen und Schadstoffen befreit. Wir nennen diese Medizin den Toxitilger. Okay. Dieses Mittelchen ist extrem stark. Daher können wir es nur für robuste Pokémon wie Ursaluna verwenden. Ah, schau. Er scheint sich endlich beruhigt zu haben. Aber seltsam ist das schon. Es hat nicht geleuchtet. Es war nicht voll in Rage. Genau, ihr von der Galactic-Expedition seid überraschend kompetent. Als du das in Rage verfallene Axantor beruhigt hast, konnte ich sogar von hier aus sehen, wie ein Licht in den Himmel emporstieg. Doch von Ursaluna ging kein seltsames Licht aus, weder bei eurem Kampf noch davor. Und dann klebte da noch etwas an Ursalunas Körper. Ich denke, es ist eine Art Puder. Außerdem frage ich mich, warum wollte diese Hinatsu vom Diamond Clan überhaupt mit mir über Ursaluna sprechen? Ach, jetzt hätte ich fast etwas Wichtiges vergessen. Würdest du die Elysienflöte für mich spielen? Warum? Ursaluna hat sich deine Melodie eingeprägt. Oha, können wir jetzt Ursaluna nehmen? Benutzen? Erdtafel haben wir gekriegt. Ursaluna ist sehr geschickt im Suchen von Schätzen, die unter der Erde vergraben liegen. Nun geh und lass deinen Expeditionsleiter wissen, was sich hier zugetragen hat. Luna.
Du kannst Ursaluna nun zu dir rufen, um mit ihm nach Schätzen zu graben. Ui. Ursaluna ist in der Lage, vor ihm vergrabene Schätze zu wittern und eilt auf diese zu. Wenn du siehst, dass Ursalunas Spürnase an einem Ort besonders stark reagiert, solltest du den Y-Knopf drücken, um es nach einem Schatz graben zu lassen. Vielleicht findest du ja die ein oder andere Kostbarkeit. Ui. Das klingt nice. Ah, hier können wir wechseln. Okay, ich habe mich schon gefragt, wie man hier auch die Reittiere dann wechselt. Und jetzt weiß ich es. Ist das ein Inkognito tatsächlich? Kann ich das fangen? Oh ja. Nice, wir haben ein Inkognito. Ich weiß gerade gar nicht, welches Buchstabe das ist. Ich glaube, das ist das M. Hier war irgendwo noch ein... Wo war denn dieses Glitzerding? Ah, da hinten. Ja, setze ich kurz Bonita ein. Das Ursaluna finde ich viel geiler als das andere Reittier. No front. Nach Schatz graben. Und was habe ich gefunden? Du erhältst altes Gedicht Nummer 9. Eines der alten Gedichte, die überall in der Hisu-Region ausgegraben werden. Die Handschrift lässt vermuten, dass sie alle von derselben Person verfasst wurden. Okay. Möchtest du das Gedicht jetzt lesen? Ja. Hinfort trägt der Strom der Pokémon Gebein und gleichsam auch die Gedanken mein. Okay. Dem Meer entgegen geht die Reise, die Welt umkreisen sie auf ihre Weise. Drum nenne mir die Zahl der Knochen, die hinfortgetragen schon der Fluss und die Zahl jener, die noch gehen muss. Denn stets ward auch mein Herz gebrochen. Okay. Ich verstehe kein Wort, aber so sind Gedichte halt. Wo ist denn eigentlich unsere Hauptmission? Ich sehe die gerade nicht. Ah, da, okay. Und ich möchte zurück ins... Müssen wir da ganz nach hinten ins Lager? Warum können wir nicht hier ins Lager? Kann das auch schnell reiten? Nee. Na gut. Dann ruhe ich mich kurz aus. Und dann teleportieren wir uns ins andere Lager. Ups, falsch. Hol die Karte. Neue Nebenmission. Ausgang. Ach, wir müssen ins Dorf zurück. Ach so. Na, dann gehen wir hier ins Dorf zurück. Ja. Ah, so sehen die männlichen und weiblichen aus. Okay, die weiblichen sind komplett braun. Also fast komplett braun. Also die weiblichen und die männlichen haben die Farben so vertauscht. Verstehe. Dann können wir auch gleich die Nebenquest abgeben mit den Hippos. ...1112 Punkte fehlen uns noch, dann kriegen wir einen neuen Stern. Ins Dorf zurück. Wir müssen die Hauptmission und die Nebenmission abgeben. Und dann können wir auch gleich gucken, was für neue Kleider wir kriegen. Darauf freue ich mich schon. Oh nee, er schon wieder. Schnell zurück, schnell zum Büro des Expeditionsleiters. Wow. Ja, sie wollte das.
Wir haben neue Ware bekommen. Sieh dich gerne um. Was kann ich für dich tun? Wegen des Auftrags. Sag mir bitte zuerst ein männliches Hippotas. Das männliche ist hier. Und als nächstes bitte ein weibliches Hippotas. Das ist hier. Die Variationen der Brauntöne hat wirklich einen großen Einfluss auf den Gesamteindruck. Mir schwebt bereits die Idee für ein neues Muster vor. Einen Moment. So, schau dir die neueste Kreation meiner Schneiderei gleich mal an. Ja, das möchte ich auf jeden Fall machen. So. Erzähl mal, was hast du jetzt neu? Kleidung kaufen. Genau, den Hut können wir nicht wegen unserer Bandana, sage ich jetzt mal. Ist das neu? Ich glaube, das kannte ich noch nicht. Zickzackmuster. Sternenmuster. Sieht so ein bisschen aus wie Feuerwerk. Schachbrettmuster, okay. Große Punkte. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus mit diesen. Ich weiß noch nicht, in welcher Farbe es am besten aussieht. Ich glaube sogar das sieht am coolsten aus, weil das so diese. Ich weiß nicht, ob das Berge oder Wasser sein soll, aber das sieht mega cool aus. 3200 Poketoller. Schon teuer. Feuerriegel. Ja. Könnte ich mit meinem Feuerriegel Partnerlook machen. Mal gucken, was es sonst noch gibt. Es sind. Okay, sonst gibt es nichts. Hose. Ich habe irgendwie Bock, mal eine andere Hose anzuziehen. Die Frage ist, was für. Ah, hier können wir auch ranzoomen. Wolke. Neutral. Zickzackmuster. Das sieht kacke aus mit so ganz kurz. Es geht sogar noch kürzer. Karateanzug, da ist wahrscheinlich nichts Neues. Ein ganz kleiner Unterschied. Schuhe. Da gibt es wahrscheinlich. Oh! Ockergelb. Es gibt so Tabi-Schuhen. Die sind cool. So ein Blau. Kobaltblau. Okay. Da ist ein rotes. Sieht ein bisschen aus wie Pink. Lilien Weiß. Ah, okay, und da sind. Haben die so Blume? Da vorne? Sieht auch nicht schlecht aus, diese extravaganten Sandalen. Ich glaube, ich würde sogar die nehmen. Vielleicht in Rot, wenn wir. Hier dieses. Wo ist denn das jetzt? Ist es Feuerriegel nehmen? Oder wenn wir das nehmen? Ich hätte schon irgendwie Bock auf das da. Vielleicht hole ich mir beide. Aber dafür müssen wir erstmal ein bisschen Geld sparen. Gibt es eine neue Brille?
Nein. Brillen gibt's nichts Neues, okay. Ich würde gerne den Hut angucken, aber. Achso, nee. Nein. Genau, Einkauf beenden. So. Ja, wir schauen so bald wie möglich wieder vorbei. Wir müssen irgendwie uns umziehen, dass wir das Bandana nicht mehr aufhaben, damit wir die Hüte angucken können, weil ich möchte wissen, was es so für Hüte gibt. Ich glaube, der ist ganz oben, unser nächstes Ziel. Vorher nehmen wir hier die Nebenquests an. Okay, es gibt nur einen Nebenquest. Seltenes Ponita gesichtet. Ui. Es gibt keine weiteren Missionen. Vielleicht ist damit gemeint ein Shiny Ponita. Das wäre cool. Ich komme. Die Treppen sind nur ein bisschen zu viel. Jenny, hör zu, wir befinden uns in einer ernsten Lage. Lass mich erklären. Es geht um ein bedeutsames Pokémon für den Diamond Clan. Dressella, Königin des Bergkamms. Es ist in Rage. Hinatsu musste davon und hat es mir verschwiegen. Eine Königin? Dressella? Weibliche Pokémon in dieser Position heißen Königinnen. Und Dressella sind schließlich immer weiblich. Dressella. Da muss ich kurz googeln, was das für ein Pokémon ist. Der Name sagt mir tatsächlich gerade gar nichts. Dressella. Ah, okay. Ne, das Pokémon kenne ich nicht. Es könnte sein, dass ich es schon mal gesehen habe, aber tatsächlich kenne ich das Pokémon gar nicht. Und Dressella sind schließlich immer weiblich. Aber das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Ich bin nach Jubeldorf gekommen, um Hinatsu zur Rede zu stellen. Doch sie ist nirgendwo zu finden. Die Kartoffelmochi hat sie sich jedenfalls gut schmecken lassen. Nun ja, die sind schließlich auch meine Spezialität. Hinatsu ist ein Mitglied des Diamond Clan. Sollte sie etwas mit dem Ursaluna-Vorfall zu tun haben, könnte das zu einem erneuten Konflikt zwischen den beiden Clans führen. Denpoko, wie würde sich die Galactic-Expedition positionieren, wenn es erneut zu einem Konflikt käme? Wir sind unparteiisch. Will heißen, unterstützen wir die eine Seite, machen wir uns die andere Seite zum Feind. Wir sind hergekommen, um uns in Frieden niederzulassen, nicht um in solche Konflikte verwickelt zu werden. Verstehe. Du hast uns damals, dass du angeboten, um ein Gefühl der Vertrautheit zu schaffen und Streit zu vermeiden. Dann kannst du dich jetzt natürlich nicht in unsere Konflikte einmischen. Jenny, hast du nicht eine Idee parat, wie wir vorgehen können? Ich kann Ursaluna rufen, ich weiß nicht. Ursaluna? Haben dich Yugaro und Ursaluna etwa für würdig befunden? Das ist großartig. Mit Ursaluna können wir Hinatsu anhand ihres Geruchs folgen. Wenn du von Ursaluna anerkannt wurdest, könnte es dir auch gelingen, Dressella zu beruhigen. Ich gehe schon mal vor. Wir sehen uns bei der Hoheitsstätte von Dressella, dem Bühnenkampffeld. Okay. Ein Bühnenkampffeld, interessant. Jenny, du musst alle Pokémon besänftigen, die es auf Menschen abgesehen haben. Wir sind schließlich auf der Suche nach einem friedlichen Leben nach Hisui gekommen. Okay. Gut, dann haben wir unsere nächste Mission angenommen. Dressella zu besänftigen und
die eine, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, zu suchen. Ich möchte kurz ins Inventar gucken. Haben wir eigentlich irgendwas, was wir verkaufen können? Nee, nicht so wirklich. Aber wir können unser Inventar ein bisschen sortieren. Wir haben nicht mehr viel Platz. Gut. Dann gehen wir kurz. Sortieren unser Inventar. Dann möchte ich eigentlich erstmal diese Nebenquest annehmen. Wo ist denn das mit dem? Auf der Suche? Nee, nee. Seltenes Ponite gesichtet, genau. Lago. Bei diesem Auftrag dreht sich alles um ein seltenes Ponite. Mehr dazu erfährst du von Lago. Erfahre mehr über das Anliegen des Dorfbewohners. Ah, das. Ah, da hinten, okay. Weil das ist sicher, die Rede ist sicher von einem Shiny Ponita. Und das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Okay, das können wir verkaufen. Ja, wir haben sogar noch sowas hier. Ein EP-Bonbon. Das nehmen wir mal in unsere Tasche. Das auch, weil das möchte ich verkaufen. Das können wir hier rüber schieben. Das auch. Ich denke, das auch. Gibst du sie einem Pokémon zu essen, wird es von Verbrennung geheilt. Ui, das klingt auch gut. Ja, das kann ich auch rübergeben. Diese Blume ist in ganz Hisui zu finden. Sie hat eine heilende Wirkung, schmeckt aber so bitter, dass sie von wilden Pokémon nicht gefressen wird. Okay. Das können wir auch rüber tun. Und ich denke, was ist das? Gibst du sie einem Pokémon, heilt sie alle seine Statusprobleme. Genau. Ja, ich denke, das passt da mal. Das setzen wir eh ein und das da verkaufen wir und das können wir auch einsetzen. Dann haben wir wieder drei Plätze mehr. So, ich möchte das Ponita geben, damit sie sich schneller levelt. Oder wollen wir das einen unserer Haupt-Pokémons geben? Oh, okay. Das waren viele Level. Gut. Und wir können sie entwickeln. Zulassen, ja. Gut, ich habe nicht gedacht, dass das so viele Level. Ich glaube, das waren knapp 10 Level, die es jetzt dazu bekommen hat. Yay. Richtig stoned Pokémon jetzt. Nice. Okay, Level 38 einfach. Hupsi. Ich wusste nicht, dass das so viele Level dazu gibt, aber ey. Ist eh unser Haupt-Pokémon, von daher einsetzen. Das möchte ich auf Stufe 2. Dann können wir hier das auch noch. Verteidigung auf Stufe 2, so. Und noch das eine Item verkaufen, genau. Das können wir auch bei ihm machen, soweit ich weiß. Ich würde gern was verkaufen, und zwar diesen Sand. Bringt uns 2 Poké-Dollar. Besser als nichts. Und dann haben wir wieder Platz geschaffen. Haben wir fast 3 rein wieder. Ich muss mal kurz gucken.
Attacken verwalten. Was hat es denn eigentlich mittlerweile für Attacken? Flammenwurf, Stärke 80, Genauigkeit 100, AP 10. Kategorie. Sternschauer. Bürde. Eine Attacke, bei der der Anwender das Ziel bedrängt, doppelt so stark gegen Ziele mit einem Statusproblem. Oha. Klingt auch geil. Ich würde gerne Walzer hiermit austauschen. Okay. Ja. Flammenwurf klingt geil. Und dann gehen wir zu ihm und fragen wegen des Ponita. Du bist bestimmt wegen Ponita hier. Ich habe schon auf dich gewartet. Auf den Hufeisenwiesen ist ein Ponita aufgetaucht, das ein wenig anders aussieht als die anderen Ponita. Ich finde das ehrlich gesagt etwas gruselig. Als ich beim Professor Rat eingeholt habe, sagte er, dass er es auf jeden Fall untersuchen möchte. Bitte fange diese seltene Ponita auf den Hufeisenwiesen, das wäre uns eine große Hilfe. Machen wir. Gut. Hufeisenwiese. Na dann gucken wir mal. Der Weg ist so weit. Du verlässt das Dorf. Gib gut auf dich auch. Danke. Hier. Ja, da möchte ich hin. Und dann gucken wir mal zu dem Ponita. Da hinten. Oh, hier ist auch ein Schatz irgendwo. Aha. Schwarzaugit, okay. Sagt mir nichts. Oh, ein Elite. Okay. Ein Elite-Wampel, das möchte ich haben. Krass, wie dieser Flammenschall aussieht. Ich muss zugeben, das sieht geil aus. Level 18. Ich glaube, ich muss sogar Tempo einsetzen, damit wir nicht so viel Damage machen. Wir sind 20 Level über ihn. Aber tatsächlich geht es jetzt nochmal aus mit Tempo. Wenn es jetzt kein Crit ist, sollte er nicht sterben. Yes. Und wir können es fangen. Giftstachel hat nur 7 Schaden gemacht. Ne, 6 sogar nur. Jetzt, das Elite-Wampel gefangen. Ich weiß gar nicht, wie viele Elite-Pokémons wir haben. Ich weiß, ich habe irgendein anderes Elite-Pokémon noch gefangen, aber ich weiß nicht, welches das war. Okay, hier soll also dieses seltene Ponita sein. Hier in der Nähe zumindest. Mal gucken. Ja, ein Shiny Ponita. Ui. Ich finde, das Shiny Ponita sieht so cool aus mit den blauen Flammen. Ich weiß nicht, ich finde generell blaue Flammen richtig geil. Ey, wo ist das jetzt hin? Ah, da hinten. Wir müssen hier in die Wiese und uns dann anschleichen.
Aber vorher fangen wir das Ponita. Nice. Ich weiß nicht, ob es drin bleibt, aber hoffentlich. Yes. Und jetzt kommt das Shiny dran. So, wir sind versteckt. Ich glaube, wir können noch nicht zielen. Ich glaube, wir müssen aus freier Hand zielen. Wenn es stehen bleibt. Oh. Das war ein bisschen zu lasch. Ah nein. Es hat es gemerkt. Glaubst du, im Wasser bist du sicher? Scheiße, ist es wirklich. Yes, in den Rücken. Bleib drin. Jawohl. Du hast einen Shiny Ponita gefangen. Ein Elite-Galopper. Ich glaube, das... ich hätte schon irgendwie gerne. Aber dafür müsste ich erstmal die Pokémons austauschen. Ups. Lass mich in Deckung gehen. Und kurz Pokémon tauschen. Nee, warte. Achso, mit Y bewege ich das. Genau. Achso, ich kann ja auch so. Aber trotzdem. Ich weiß nicht, wie stark das ist. Auch. 40, 30, ja, 10 Level Unterschied. Wasserdüse, Aquaquelle. Setzen wir mal Wasserdüse ein, und zwar normal, um zu gucken, wie viel Damage das macht. Okay. Stromstoß, one-hitted, alles klar. Böses Galopper. Ruckzuck-Kip. Okay. Vielleicht können wir es so fangen. Am besten mit einem Schwerball, dann bleibt es eher drinnen. Okay. Hat nicht geklappt. Galopp, egal was du machst, töte dich bloß nicht selbst. Feuersturm, okay. Okay, okay, okay. Kleinstein. Da schaffst du Kleinstein. Okay, ne Moment, ich nehme alles zurück. Ich habe nicht gewusst, dass es direkt angreift. Es ist so unfair. Hier, Ponita gegen Galoppa. Let's go. Bitte greif jetzt nicht direkt an. Lass mich erstmal angreifen. Danke. Hier, Tackle mit Kraft. Das macht wahrscheinlich kaum Damage, aber... es muss nur ein bisschen Schaden machen. Ein bisschen ist gut. Danke. Okay, es hat sich sehr, sehr, sehr gut selbst verletzt. Sichlor durch am Schluss einsetzen, weil das mehr Leben hat. Wird das hoffentlich nicht gewone-shottet. Und deswegen, let's go. Bleib drin. Mach es für dich und mich. Nein, es... oh nee. Bitte töte dich nicht selbst. Okay, es wird erstmal wütend. Verstehe ich. Und setzt Hypnose ein. Ist gut. Kannst du gerne öfters einsetzen.
Ey, bleib drinnen, komm schon, du hast schon so gut wie gar kein Leben. Nein, es tötet sich selbst, oder? Ey, du Scheißgalopper. So ein Drecksgalopper. Es hat sich einfach selbst getötet. Ich hasse das. Ey, dieser Schwerball ist ja echt der größte Rotz. Das Ponita war, das Galopper war so wenig HP und das Schwerball hat es nicht geschafft, das drin zu halten. Da hätte ich auch einen Superball einsetzen können. Wäre genauso useless gewesen. Aber ich hasse Pokémons, die mit ihren Attacken sich selbst töten. Vor allem, wenn du es fangen willst. Ja, gehen wir zurück ins Dorf. Das heilt auch unsere Pokémons. Genau, so. Wie viel? 90 Punkte, das heißt fast 1000 fehlt uns noch für den nächsten Stern. Ich möchte zurück ins Dorf, das Shiny Ponita abgeben. So, das ist da ganz hinten. Ah, dann kann ich das auch wieder wechseln, die zwei Pokémons. So. Komm schon. Du hast das seltene Ponita wirklich gefangen? Der Forschungstrupp hat es echt in sich. Ganz nebenbei, ein Freund von mir, der aus Gala stammt, war beim Anblick der Ponita auf dem Feld ganz überrascht, dass sie feurige Mienen haben. Ich hatte damals keine Ahnung, wovon er spricht, aber wenn es Ponita mit blauen Flammen gibt, dann wundert es mich auch nicht mehr, falls es noch andere geben sollte. Und damit meine ich nicht nur Ponita. Ich frage mich, wie viele weitere Pokémon es gibt, die ebenfalls eine andere Farbe aufweisen. Ich hoffe, der Forschungstrupp wird diese Phänomene auf die Spur kommen. Auf jeden Fall. Ich weiß, dass die Shiny-Kleinsteins zum Beispiel golden sind. Ich weiß nicht, was es so noch andere für Shinies gibt. Aber wenn ich eins sehen sollte, werde ich es auf jeden Fall fangen, weil Shinies sind cool. Auch wenn Shiny Kleinstein ich jetzt nicht so geil finde mit diesem goldenen. Aber egal. Das hat ja, das ist ja für uns egal. Ich überlege mir, ob ich das Shiny Ponita in mein Team reinhole, aber ich möchte erst einen Galopper haben und ich möchte das Shiny Ponita, glaube ich, jetzt noch nicht auf Shiny Galopper leveln, solange wir noch kein zweites Shiny haben. Aber ehrlich gesagt bin ich mad und möchte jetzt nochmal kurz gucken, ob das Elite-Galopper da ist, aber ich glaube, das wird nur tagsüber sein. Aber wir rennen trotzdem. Hier soll irgendwo was sein. Ah, hier. Süßtrüffel, okay. Da hinten leuchtet was.
Ah doch, hier ist ein. Hier sind Ponitas. Dann ist vielleicht der Shiny Galopper noch da. Oder wieder da. Es ist so uns hinterhergerannt, ich habe mich erschrocken. Deswegen musste ich es fangen. Ja. Schweres Exemplar. Oh, da ist es. So. Ready for fight number two? Let's go, fight! Hat er gerade das zurückgeworfen? Hey. Natürlich ist es zuerst dran. Oh. So, du bist jetzt mega low. Ah, ist jetzt Risikodeckern. Bitte töte dich damit jetzt nicht selbst. Okay, es hat sich nicht komplett selbst getötet, nur ein bisschen. Gut. Bitte, tu mir und dir einen Gefallen und bleib drinnen, Galopper. Du kleine... Bleib drinnen! Ja, endlich! Du dummes Pokémon! So. Galoppa Level 40 in Elite, nice. Das war so anstrengend. Wo ist denn das Item? Schnüffel mal. Ups. So. Hallo. Bleibst du drinnen? Nee. Was ist das? Oh, ein Bidi. Ups. Bidi-Zauber, da. Jetzt ist es drin. Nice. 6 von 10 Ponitas gefangen. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen gegen Ponitas kämpfen. Ich wüsste nicht, welches Pokémon hier. Das da. Damit wir auch ein paar Ponitas besiegen. Oh, Level 3. Ja, gut. Bis. Reicht aus. Ja, ein Ponita wurde besiegt. Ich habe die Hoffnung, dass wir noch einen Shiny Ponita finden, aber es ist anscheinend kein Star. Aber ich sehe da hinten ein Lichtlein, was wir brauchen. Frage ist, wie komme ich da hoch? Das ist auf jeden Fall eine Person oben, glaube ich. Hier hoch oder rutsche ich runter? Na, ich komme hier hoch. Ah ne, das ist ein Felsen, lol. Ich dachte, das wäre, da wäre eine Person oben. Ah, hier komme ich nicht hoch. Hier rutsche ich runter. Gut, dann muss ich, glaube ich, kurz wechseln und damit hoch. So. Können wir das hier einsammeln? Einsammeln, so. In diesem Gebiet befinden sich noch 17 Geisterlichter. Ui, 17 noch. Das sind echt viele.
Aha, hier. Irgendwo. Ah, hier. Lehmball, okay. So. Gut, weiter. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt die Hauptmission weiter. Ich habe ja jetzt das Riesengaloppe gefangen, jetzt bin ich zufrieden. Leider haben wir kein weiteres Shiny Ponyta gefunden, aber vielleicht finden wir ja, wenn wir hier ab und zu mal weiter gucken, noch eins. Okay. Ins Dorf zurück. Dann gucken wir auch noch wegen Inventar, ob wir da noch was haben. Okay. Wir haben auf jeden Fall hier so... Ich glaube, das... EP-Bonbon. Das ist gleich auch ein großes, was viel gibt, oder? Na, nicht so viel. Luxio kann sich weiterentwickeln. Es hat zwei Entwicklungen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es zwei Entwicklungen hat. Hupsala. Ja, gut. Entwickeln wir mal weiter. Mal gucken. Ach, stimmt. Der ganz große Luxtra. Ja, gut. Jetzt haben wir das auch entwickelt. Das geben wir unseren Sichler, damit er auch Stufe 30 ist. Und das da können wir ihm geben. Gib dieses mysteriösen Samen der Kommandantin des Sicherheitstrupps, um zwischen der Kraft- und Tempotechnik einer Pokémon-Attacke wechseln zu können. Des Sicherheitstrupps, okay. Ein glasähnlicher schwarzer Stein, der scharfe Kanten aufweist, wenn er zerbricht. Das Lieblingsstück eines bestimmten Pokémons. Welches? Nö. Nee. Warum leuchtet er? Ach, auf ihn kann ich es anwenden. Nanu Sichler entwickeln. Ich kann Sichler direkt entwickeln. Wart kurz. Muss erst mal gucken. Haben wir noch einen Sichler? Hast du bla. Zeig mal, was haben wir denn hier alles für Pokémon? Ich muss das, glaube ich, mal so ein bisschen sortieren. Heißgefühl. Sichler, ja, wir haben hier noch zwei Sichler, genau. Ein weibliches und ein männliches.
Ja, gehen wir das mal sicher, um zu gucken, wie seine Wertentwicklung ist. Ich weiß gerade gar nicht, welche das ist. Ist das dieses Rote? Wo er dann rot ist? Ist es das? Ich weiß nicht. Nee, ah, okay. Ah, das ist die... Okay, ich verstehe schon. Zum Axentor. Ah, Axentor ist die Weiterentwicklung von Sichlor. Ah, okay. Ja, wir haben ein hässliches Sichlor. Okay, gut. Scheiße, würde ich mal sagen. Bewegen. Austauschen. Ich will das Sichlor nicht haben. Axentor mag zwar schön und gut sein, aber ja, ich mag das nicht. Der Stand gerade. Gib diesen mysteriösen Samen der Kommandantin des Sicherheitstrupps. Wer ist denn die Kommandantin des Sicherheitstrupps? Ich würde gerne was verkaufen, und zwar diesen Sandstein da. Sandstaub, meine ich. Haben wir sonst noch was? Nee. Ist die Kommandantin des Sicherheitstrupps hier? Sie ist es ja nicht, oder? Celestis. Oh, wir können ja aber unseren Pokédex zeigen. Haben wir nichts Neues? Pikachu. Ich weiß gar nicht, haben wir Pikachu gefangen? Ja, ich glaube, wir haben das Pikachu gefangen. Es war ein weibliches, glaube ich. Ah, hier, ihm müssen wir das sagen. Okay, 60 Punkte hat das nur gegeben. Gut. Sicherheits. Ah. Das sieht aus wie eine. Es reicht. Okay, nee. Wer ist sie? Okay. Ja. Ich habe jetzt keine Lust, hier jeden Raum hier abzusuchen nach der Person. Deswegen lassen wir den Samen einfach in der Kiste dabei. Hab gerade keine Ahnung, wer die Kommandantin des Sanitätstrupps ist. Ist sie das? Nee. Tsugumi, bringst du Pokémon neue Attacken bei? Blablabla. Nee. Gut. Dann tun wir den Samen dabei hier in die Kiste verschieben. 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 Was ist das? Dieser süße Pilz wird zur Herstellung verschiedener Items genutzt. Können wir auch hier rein tun. So wie das. Und ich denke, das passt so. Dann gehen wir Richtung Hauptquest weiter. Ha, so ein bisschen ärgert mich das jetzt, dass wir das Sichlor entwickelt haben. Zum Axentor. Diese junge Frau vorhin hat Mubeshis Kartoffelmochi ja förmlich verschlungen. Wusstest du, dass Wächterin Yugao auf Ursaluna reitet und es dabei nach Schätzen im Boden graben lässt? Da hat Ursaluna wohl ein besonders feines Näschen. Ursaluna hat Hinatsus Geruch erkannt. Folge dem blauen Signal. Okay. Das blaue Signal. Ah, hier, das ist okay. Gut, ich möchte aber ein bisschen kämpfen. Einfach, damit unser Sichlor sich ein bisschen entwickelt.
Ich glaube, normal könnte auch reichen. Ja, reicht aus. Nebulak. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Nebulak schon haben. Oh no, ein Kleinstein. Wer hätte das gedacht? Okay, du bist ein bisschen stärker. Er bringt dir deine Eisenabwehr auch nichts. Ich finde es so cool, wie er es einfach so ein Vorwärtssalto macht, wenn er Biss einsetzt. Upsi. Ja gut, dann kämpfen wir. Oh oh, Gift. Oh, ist trotzdem viel zu stark. Okay, gut zu wissen. Eigentlich wollte ich es fangen, aber das Biss war wohl doch stärker. Okay, hier. Paras. Ein Paras haben wir, das weiß ich auf jeden Fall. Okay, das Paras wurde besiegt. Das ist irgendwo da hinten, das heißt, wir müssen über die Brücke. Warum schieße ich immer so weit drüber? Egal. Ich möchte mal Flammenwurf austesten. Ah, okay. Einfach so Flammenwerfer quasi. Gut. Sehr effektiv auf jeden Fall. Sind ja jetzt noch mehr Scheiße. Gleich ging zwei. Let's go. Jetzt ist es noch reiner. Nice. Ah, in die Richtung. Okay. Die muss da oben irgendwo sein. Ich glaube, dafür müssen wir kurz wechseln. Komm schon. Ah, das kommt auch nicht da hoch. Doch, es war kurz oben. Nee, es rutscht runter. Es gibt sicher irgendeinen Weg. Am besten einen, wo...
Warte, vielleicht mit Anlauf kommt es dahin. Nee. So, aber. Komm schon. Rüber. Ja. Ups. Ich wechsle viel zu sehr hin und her. Flammenrad mit Kraft und es ist tot. Hoffe ich. Yes. Sind das Tangelas? Ja, tatsächlich. Ha! Ein Tangela gefangen. Geilo. Oh, es ist sauer. Setzen wir mal Glut an. Okay, war dumm. So, das wollte ich noch haben. Und hier irgendwo müsste sie ja eigentlich sein, oder? Es schlägt schon ziemlich stark aus. Irgendwo da unten. Ah, da ist sie. Sie scheint verletzt zu sein, oder? Macht sie eine Pause. Oh, Jenny, und was ist mit Ursaluna? Ich konnte ihm helfen. Es hat sich beruhigt. Du bist wirklich stark, aber wie hast du mich überhaupt gefunden? Mit Ursalunas Hilfe. Ursaluna ist dem Geruch der Kartoffelmochi gefolgt, die ich gegessen habe. Unglaublich, es muss tatsächlich der Nachfahre eines Pokémons sein, dem die Macht des ehrwürdigen Shino zuteil wurde. Ich bin hier, weil nun ein Pokémon hat mich verfolgt und ich habe mir bei der Flucht den Fuß verstaucht. Vielleicht geschieht mir das zu nur recht. Da bist du ja, Hinatsu. War dein Name richtig? Nicht? Wie? Wächterin Yugao, hier? Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich hielt dich nur für eine kleine Göre des Diamond Clans. Es tut mir leid, wie ich dich beim letzten Mal behandelt habe. Was, aber ich... Es ist weder deine Schuld, dass Dressella in Rage geriet, noch dass Ursaluna herumwütete. Im Gegenteil, du wolltest den beiden helfen. Dennoch wollte ich mir nicht anhören, was du zu sagen hattest. Was nützt schon meine ganze Lebenserfahrung, wenn ich mich so verhalte? Nein, es ist meine Schuld, dass ich mein Anliegen nicht richtig erklären konnte. Ursaluna hatte sich dem in Rage geratenen Dressella genähert und ist wohl durch dessen Duft außer Kontrolle geraten. Verstehe, der Puder, der an Ursaluna klebte, stammte also von Dressella. Und was ist mit deinem Fuß passiert? Als ich Zutaten für Ruhegaben gesammelt habe, bin ich gestürzt und habe mir den Fuß verstaucht. Ich wollte die Galactic-Expedition wegen Ursaluna um Hilfe bitten, daher habe ich Jubeldorf besucht. Außerdem hat es mich interessiert, wie die Leute dort Items herstellen.
aber dann erzählte mir Professor Larven von den Ruhegaben. Also habe ich mich auf die Suche nach den Speisen gemacht, die Drasella gerne isst, um selbst welche herzustellen. Das Wissen der Galaktik-Expedition ist wirklich beeindruckend. Ich würde gerne noch viel mehr lernen. Zuerst einmal müssen wir zusehen, dass sich die Lage beruhigt. Dime, hast du etwa so wenig Vertrauen in mich, dass du alles im Alleingang lösen wolltest? Ach, wahrscheinlich ist auf mich als Oberhaupt wirklich kein Verlass. Schließlich ist mir das ehrwürdige Shino noch nie erschienen. Und die Situation mit Drasella hätte ich mir auch nicht im Traum vorstellen können. Hör zu, Jenny. Ich bring die Ruhegaben, die Hinatsu hergestellt hat, zum Bühnenkampffeld. Dort treffen wir uns. Mach dir keine Sorgen, Jenny. Wir Drasella ganz sicher beruhigen und dann ist alles wieder in Ordnung. Jenny, begib dich zur Hoheitsstätte von Drasella, dem Bühnenkampffeld. Um Hinatsu kümmere ich mich. Ich werde sie mit meinem Partner Bidifas sicher begleiten. Okay. Okidoki. Ja gut, dann haben wir sie gefunden. Okay, ich renne einfach kurz vorbei. Ich habe überlegt, ob ich mir dieses Onyx fangen soll. Aber es lässt sich, glaube ich, nicht so einfach fangen. Ich möchte mich hier kurz umgucken, was es hier für Pokémons gibt. Da ist ein Girock. Roll ruhig weiter, Girock. Ich habe nichts Böses. Ich versuche. Wir müssen näher ran, das fliegt leider nicht so weit. Girock, kannst du kurz stehen bleiben? Ah. Du dummes Pokémon. Er hat zwar gesagt, roll weiter, aber nicht roll weg von uns. Okay, ein Volltreffer, es brennt. Wie viel Schaden macht ein Glut? Ah, nicht viel. Okay. So, mal gucken, ob wir es so einfangen können. Yes! Wir haben einen Gyrock. Nice. Und dann würde ich sagen, wir tippen uns zurück ins Sumpfland. Heilen uns erstmal, also unsere Pokémons. Und dann gucken wir, wo wir hin müssen. Da hinten. Warte, ist Bühnenkampffeld. Oh, hier liegen noch ein paar Sachen, die wir aufsammeln können. Wo ist denn das andere Lager? Nee. Ah, apropos, ich würde gerne noch ein paar Pokébälle herstellen. Bevor wir dann weitergehen. Und ein bisschen hier Platz freimachen. Was ist das? Diese Knospe. Ah ja, okay. Wird diese härtere Lehmball auf einen Pokémon geworfen? Mhm, okay. Gut, ja. Ein paar Superbälle würde ich gerne noch herstellen. 20 Stück mal. Sollte für den Anfang reichen.
Hier davon stelle ich auch nochmal 10. Oh, okay, ein Stück her. Ich wollte sagen 10, aber können wir nicht. Wir können 19. Dann brauchen wir ein paar Aprikoko. Okay. Aber wir haben keine mehr. Gut. Dann setzen wir das ein. So, machen unser Main-Pokémon stärker. Tornupo. Was? Tornupto. Genau, so heißt es. Und das da verkaufen wir dann. So. Haben wir Bälle wieder eingefangen. Können wir weiter. Dann nach hinten. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter, oder? Muss kurz auf die Karte gucken. Ne, wir müssen auf die andere Seite. Gut. Ich finde es gut, dass die Pokémon uns nicht direkt angreifen, sondern die müssen uns erstmal mit einer Attacke hitten. Schon wieder ist das Pokémon hier im Weg. Du nervst! Auf hier im Weg zu sein. Ich glaube, wir müssen wirklich. Ups. Hier vorbei müssen wir, glaube ich. Hat es gerade unser Ursaluna angegriffen? Ey. Don't touch Ursaluna. Absorber. Okay. Wir haben dich noch nicht mal angegriffen. So. Nehmen wir Flammrad, mal gucken, wie stark das ist. Ah, das ist stark genug. Hätte ich Flammrad auf Dings eingesetzt, also auf Kraft, wäre es tot gewesen. Ich würde gerne das Onix haben. Ein zweites Onix wäre nice. Gefangen? Oder geht's raus? Nee, gefangen, nice. Jetzt haben wir zwei Onyxe. Weil ich bin mir nicht sicher, ob wir schon zwei hatten oder ob wir nur eines haben. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall zwei. So, dann reiten wir ein bisschen auf Ursaluna weiter. Gucken, wo wir lang müssen. Irgendwie so, okay. Ich denke immer, das wäre so Lava. Und habe eigentlich Angst, da durchzurennen. Aber unserem Pokémon scheint das nichts auszumachen. Ich weiß nicht, was er da steht, aber wenn er da gerne rumstehen will, kann er das machen.
Da ist noch ein Georock. Das lassen wir mal. Bitte bleib drin. Yes, ein Rihorn. Aua. Wasserdüse mit Stärke. Sollte ihn eigentlich töten. Yes. Und das zweite Rihorn hätte ich eigentlich auch gerne. Oh nein, es ist wütend. Dann müssen wir es versuchen, im Kampf zu holen. Ich setze es mal normal ein, um zu gucken, wie stark das ist. Okay, nicht so stark, dass es ihn tötet. Nice, Rihorn gefangen. Jetzt haben wir zwei. Oh, da ist noch eins. Und drei ist auch cool. Ah, verdammt. Aber ich glaube, das sind alles männliche. Ich hätte eigentlich gern noch ein weibliches Rihorn. Deswegen töten wir das mal. Okay, da sind noch Kleinsteine und da fliegt was. Ich würde mir gerne angucken, was das für ein fliegendes Pokémon ist. Dafür brauchen wir hier das. Ah, das ist diese Weiterentwicklung von Togepi. Ah, schade. Okay, warten wir, bis es noch eine Runde dreht und dann versuchen wir es so zu catchen. So ein bisschen weiter nach oben vielleicht. Ah, so. Ah, nee. Fuck. Ich krieg dich. Verdammt. Muss das, glaube ich, hier so irgendwie versuchen zu catchen. Viel zu langsam. Ich sehe halt nie, ob ich drüber oder drunter schieße. Keine Ahnung, wo ich hinschieße. Okay, das ist war zu hoch. Ah, gefangen. Okay. Doggetick.
Verdammt, ich komme hier nicht hoch. Ich muss das Pokémon einsetzen, damit wir weiterkommen. Als ob es da auch nicht hochkommt. Los, kletter. Oh oh, Batterieleistung lässt nach. Nein. Okay. Das heißt, wir spielen jetzt noch so lange, bis die Batterie nachlässt. Also wir streamen eh schon fast 2 Stunden. Was ist das für ein Dorf? Das sieht cool aus. So ein Nomadenstamm. Oh, Anton. Sag mal, du bist doch ein Mitglied der Galactic-Expedition, oder? Kennst du vielleicht eine Medizin, die Anton von Kopfschmerzen befreien könnte? Die Anton, mit denen ich zusammenlebe, leiden ständig unter Kopfschmerzen. Ich würde ihnen wirklich gern helfen, aber gewöhnliche Medizin scheint nicht zu bewirken. Tja, ich glaube, da hilft gar keine Medizin bei denen. In der Galactic-Expedition gibt es doch bestimmt jemand, der sich mit Heilkunde auskennt. Ich bitte dich, hilf mir dabei, eine Medizin für mein Anton zu finden. Okay. Ja, können wir ja versuchen. Okay, wir müssen weiter hier lang. Wir müssen, glaube ich, da hoch irgendwie. Oh, da oben ist eine Blume. Eine Blume, sage ich. Ein Irrlicht. Was ich gerne haben würde. Oh, ein Goldbart. Oh oh. Ich will nicht gegen 2 Pokémon kämpfen. Nee, nee. Schnell weg hier. Ein Pokémon okay, aber gegen 2 will ich gerade nicht kämpfen. Okay, dieses Zubat nervt gerade ein bisschen. Greif doch das Zubat an. Als ob wir zu weit weg sind vom Zubat. Batterie lässt nach. Ja, ich weiß, Spiel. Wir kämpfen so lange, bis die Batterie komplett nachlässt. Ich will das Rihorn noch fangen, bevor die Batterie nachlässt. Oh oh, nicht erwischt. Jetzt ist es wütend, oder? Muss ein bisschen weiter nach oben zielen. Endlich! Es bleibt auch nicht drinnen. Weiblich oder männlich? Schauen wir erstmal. Okay, es ist eh männlich, deswegen... Hier. Als ob das überlebt hat. Autsch. Wir haben das auf jeden Fall nicht überlebt. Da setzen wir Sichler ein, damit das auch sich ein bisschen levelt. Goldbart hätte ich auch gerne. Ach, jetzt nervt das Goldbart auch noch. Können die Pokémons nicht einfach im Pokéball drin bleiben? Meine Güte. Genau dann, wenn meine Batterie leer wird, müssen die Pokémon zu zickig sein. Und andauernd denken, ja, es ist ihm was Besseres. Hier Pokémon wechseln. Luxtra, mach ihm den Gar aus.
Boah, jetzt meine Güte, du scheiß Golbat. Jetzt schläft das alle unsere Pokémon ein. Dann bleibt wenigstens da drin. Wahrscheinlich bleibt eh nicht drin. Wieso Golbat? Deswegen mag euch Zubats niemand. Ja. Du bist zwar Golbat, aber du bist von Zubat eine Weiterentwicklung. Also genauso scheiße. So. Jetzt würde ich gerne zurück. Ins Dorf. Es regnet eh. Ja, Bericht erstatten. Zwei Rihorn, ein Togetic, Golbat, Onix, Tangela 2 und ein Georock. Haben wir da schön Geld verdient. Und 310 Punkte, nice. Ins Dorf zurück. Yes. Und ja, gut, ich würde sagen, bevor hier auch meine Batterie komplett leer geht, speichere ich erstmal ab und dann beende ich für heute den Stream. Ich werde vielleicht am Wochenende oder nächste Woche dann wieder streamen, aber ich glaube, ich werde dann nicht Pokémon wieder streamen, sondern was anderes. Erstmal speichern, ja. Genau, Spiel gespeichert, so. Denn ich habe zwei Spiele, warte, ich kann euch das vielleicht zeigen. Genau. Ich habe hier nämlich zwei Spiele runtergeladen, und zwar Unpacking und Paparazzi. Und die würde ich gerne spielen. Ich weiß nicht, wie Unpacking wird. Das kenne ich gar nicht. Ich weiß nur, dass Gronkh das Let's Play hat, glaube ich. Ich will auch nichts Falsches sagen. Aber Paparazzi würde ich auf jeden Fall gerne im Stream spielen, weil das habe ich bei Zombie gesehen. Und das ist eigentlich mega cool, weil man da Hunde fotografieren muss. Und ich mag Hunde. Sind eine meiner Lieblingstiere neben dem Tiger. Und ja, das würde ich gerne vielleicht neben Pokémon streamen. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Wahrscheinlich nicht lange. Aber ich würde auch gerne in Unpacking mal reingucken, wie das ist, weil das kenne ich überhaupt nicht. Und ja, das streame ich vielleicht am Wochenende oder nächste Woche. Und Pokémon streame ich dann wieder am Freitag. Und ja, dann verabschiede ich mich für heute. Und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, /Abend. Und ja, dann bis nächste Woche oder am Wochenende. Mal schauen. Ich werde wie immer twittern. Und ja, ihr könnt auch auf YouTube vorbeischauen. Da lade ich auch ab und zu Videos hoch. Da kommt vielleicht am Wochenende dann die Streamaufzeichnung vom letzten Pokémon-Stream. Und dann bin ich mal raus für heute. Ciao.